Herr Völker, ja. Ein paar Fragen zu Heinrich Neu. Sie waren der erste Lehrling, ist das richtig? Ja, das kann sein, ja. Wann waren Sie denn da in der Lehre? In welchem Jahr? 1938. Im Frühjahr 1938. Die anderen verließen auch diese Kunstschule als Künstler, zum Beispiel Heinrich Neu, der vom Tischlerberuf kam, war genau der prädestinierte Schüler, den man gesucht hatte, der eine handwerkliche Vorbildung hatte und im Bauhaus sich weiterentwickeln konnte und wollte. Mein Vater, Heinrich Neu, wurde 1911 in Kevlar geboren. Sein Vater war Tischlermeister und seine Mutter war Hebamme. Er hat nach der Schulzeit eine Tischlerlehre und Bildhauerlehre bei meinem Großvater in Kevlar gemacht. Nachdem er die Tischlerlehre bestanden hatte, ist er nach Krefeld gegangen und da hat er 4 Semester Innenarchitektur studiert. Aber er hat zu dem Zeitpunkt so moderne Möbel schon gezeichnet, sodass also wirklich er völlig der einzige völlig an dieser Schule war, der so moderne Sachen gemacht hat. Und nach dem 4. Semester, da hatte er einen Kinderstuhl entworfen aus Stahl und aus Holz. Und da hat einer von den Professoren gesagt, er sollte sich doch mal eine Ausstellung im Volkwang-Museum angucken. Die wäre gerade, würde von Januar 30 bis Februar laufen. Und das war 10 Jahre Bauhaus. Also Heinrich Neu, den kannten wir ja immer. Der kam ja, wir waren ja Nachbarn im Grunde, oder jeder hatte seine Werkstätte, er auf der Fürstenstraße, wir hier auf dem Hagenbrook. Und wenn dem einen was fehlte, kam der einer rüber und dann hat man sich so gegenseitig geholfen. Ne? Sein größter Traum war immer, der Grünkohl muss gut werden. Der Grünkohl, den hat er als Pflänzchen gesetzt und hat er immer angeguckt und beobachtet. Und dann, wenn es dann kalt wurde zum Herbst und die Pflanzen waren gut, aber es gab noch keinen Frost, dann war der schon immer so. Und irgendwann hat er sich eine Pflanze rausgenommen und hat die oben ins Kühlfach gestellt, in der Küche, damit die da erstmal einmal durchfror. Und dann hat er sie mit nach Hause genommen und dann musste Martha einen Eintopf kochen, einen Grünkohleintopf. Das war für ihn das wirklich. Den hatte er selber angebaut, selber gepflanzt, in der Erde gearbeitet und dann durfte er das essen. Das war für ihn ganz toll. Und die Sachen, die rausgingen bei Heinrich, das war schon in Ordnung. Ne? Da kam nicht irgendwas raus, was nicht in Ordnung war. Also das gab's nicht.